Moin Moin und Hallo zu Hard Sports Weekly vor dem Benefizspiel am morgigen Dienstag, den 28. Februar um 19 Uhr auf der Lohmühle. Ja, wir sind wieder für euch hier am Start und das sind unsere Themen für heute. Mein Name ist Roland Kenzo und natürlich schauen wir auf das Lübecker Stadtderby in der Fußballregionalliga zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Phoenix Lübeck am vergangenen Freitag. Dann haben wir natürlich die letzten Infos, so wie eben gerade schon erwähnt. Das Benefizspiel findet morgen statt zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Große Auswahl an Spielern sind da. Und dann haben wir was ganz Exotisches, nein, was ganz Außergewöhnliches, nämlich das letzte Spiel des CE Timmendorf in der Eishockey-Regionalliga. Da waren wir nicht auch da. Also dranbleiben, anschnallen, los geht's. Wir starten mit Eishockey und zwar dem Regionalligaspiel zwischen dem CE Timmendorf und dem Hamburger SV. Es ging um den Platz 5 in der Regionalliga und ja, am Ende hat der CE Timmendorf mit 5:2 gewonnen, hat sich also für den Pokal die beste Ausgangslage herausgespielt und ja, ein bisschen dunkel war es irgendwie schon, weil das Licht in dem ETC, in der Eishalle, das war auf der einen Seite ziemlich düster und ja, vielleicht ein kleiner Tipp an die Gemeinde, schaut doch mal vorbei, macht da ein bisschen heller und dann können auch wieder alle Zuschauer und vor allen Dingen auch alle Spieler wieder gut sehen. Der Schiedsrichter wollte die Partie erst gar nicht anpfeifen. Ich habe mir erzählen lassen, dass das öfter der Fall sein soll. Aber gut, okay. Jetzt geht's im Pokal weiter. Die Termine, die bekommt ihr natürlich live hier bei uns bei HL Sports Weekly beziehungsweise natürlich auf unserer Seite www.hlsports.de. Also abonniert alle unsere Kanäle, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und nach dem Spiel, da haben wir mit Timmendorfs Christopher Röhrl gesprochen. Es ist schön, mal wieder ein 6-Punkte-Wochenende zu haben, ne? Und vor allem schön, dass wir uns das erkämpft haben heute. Nach dem komischen Spiel in Bremen, wo wir zwar sehr gut gespielt haben, aber trotzdem viel Strafen war. Du bist jetzt ja wiedergekommen irgendwie, warst ja mit dem Fokus. Und was hat dich da Timmendorf jetzt zurückgeholt? Ich wohne hier allgemein und ich hatte schon 4 Jahre aufgehört mit Eishockey spielen. Und damals, als der Verein pleite gegangen ist, bin ich einer von den Spielern gewesen, die dann direkt wieder zurückgekommen sind und eben geholfen haben von Anfang an. Ja, ist meine Leidenschaft, dementsprechend mache ich es natürlich auch gerne. Hast du alle Aufstiege mitgemacht, wann kommt denn jetzt die Oberliga wieder? Ich weiß nicht. Ist ja finanziell auch ein ganz anderes Niveau, da brauchst du einen 7-stelligen Etat. Aber was auf jeden Fall nächstes Jahr das Ziel ist, dass wir Playoffs spielen und vielleicht dort da ein bisschen durchkämpfen durch die Regionalliga, das wäre schon schön. Was macht denn den neuen CET aus? Neuen CET, glaube ich, ein bisschen familiärer alles jetzt und flache Hierarchien. Und vor allem, was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder richtig viele Leute in die Halle bekommen und dass wir hier wieder starke Spieler haben und vielleicht nächstes Jahr ja mal wieder 600-700 im Schnitt haben. Das wäre schön und dass halt wirklich Leute kommen, dementsprechend, die wir brauchen jede Unterstützung. Vor allem, dass halt die Leute hier reinkommen und auch diese schönen Gefühle mitnehmen. Das hat auf jeden Fall heute Spaß gemacht. Hat alles gegeben. Das sollte man auf jeden Fall rumerzählen. Was ist jetzt mit dem Pokal? Was rechnet ihr euch aus? Vermutlich ja wieder das Finale gegen den HSV. Naja, wir wollen ja auf jeden Fall im Pokal, dass wir den gewinnen. Das soll schon das Ziel sein. Jetzt haben wir erstmal Heimrecht. Das ist schön, dass wir hier auch auf jeden Fall 4 Spiele haben werden. Und dann werden wir alles geben. Alles klar, Christopher, vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Das Lübecker Stadtderby gab es am vergangenen Freitag in der Fußballregionalliga. Der VfB empfang den 1. FC Phoenix und 5.151 Zuschauer waren dabei. Der größte Teil überwiegend in Grün-Weiß. Die waren richtig enttäuscht, vor allen Dingen von der zweiten Halbzeit, weil der VfB so ein bisschen das Fußballspielen eingestellt hat. Phoenix wurde immer stärker, immer besser und hat sich diesen Punkt des 1:1 eben auch redlich verdient. Am Ende muss man sagen, dass es sicherlich auch ein glücklicher Punkt war für den VfB. Phoenix hätte auch gewinnen können, hatte am Ende noch eine Riesenchance. Es gab eine wahnsinnig große Nachspielzeit. Es wurden viele, viele Emotionen irgendwie rausgehauen. Da will ich mich jetzt gar nicht weiter zu äußern, was da so alles gefallen ist, auch gegen uns Journalisten. Und ja, wie wir das hier gerade so im Hintergrund sehen, gerade auf der Phoenixbank, da müssen die vergangenen Wochen ganz schön gezerrt haben an den Nerven. Da war richtig Emotion drin. Und Trainer Oliver Zapel und Teammanager Hakan Karadiken, ja, die waren gut drauf, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben natürlich nach dem Spiel Stimmen eingefangen und bevor wir das irgendwie kurz einblenden, der HSV hat 1:1 gegen den Bremer SV gespielt, hat also auch gepatzt in Anführungsstrichen. Und wir gucken jetzt mal an, was Michael Kobert von Phoenix, Tommy Gruppe vom VfB und Matchwinner Haris Hüseni vom 1. FC Phoenix bei uns gesagt haben. Michael Kobert, 1:1 hier auf der Lohmühle, Blockade abgelegt. Eigentlich wäre mehr drin gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit hatte ich, sowie Pinge und viele andere auch,
viele hundertprozentige Chancen, die wir nutzen müssen. Aber im Endeffekt, 1-1 ist auf jeden Fall verdient. Ja. Wir waren in der zweiten Halbzeit bärenstark. Was war in der ersten Halbzeit mit euch los? Ich finde, wir sind trotzdem in der ersten Halbzeit gut reingekommen. Wir haben uns das vorgenommen, was wir außer diesen einen Patzer da. Da ist dabei unglücklich durchgerutscht. Aber sonst haben wir uns in die Zweikämpfe geschmissen, wie auch in der zweiten Halbzeit. Was hat der Trainer heute vor dem Spiel gesagt, damit ihr diese Blockade auf der Lohmühle ablegt? Er hat uns Zuspruch gegeben, er weiß, was wir drauf haben. Und er hat uns einfach das Vertrauen gegeben, was wir auch benötigt haben heute. Und deswegen haben wir auch so gespielt, wie wir gespielt haben. Alles klar, vielen Dank. Feiert schön. Danke. Tommy Gruppe, Kapitän. Was hast du jetzt nach den 90 oder 98, 99 Minuten irgendwie gedacht? Scheiße oder Glück gehabt? Nee, schon scheiße, weil wir haben uns natürlich vorgenommen, dir heute 3 Punkte zu Hause zu behalten. Das ist uns leider nicht gelungen. Ich glaube, die erste Halbzeit geht an uns. Wir gehen auch in Führung. Ich glaube auch, als wir aus der Pause rausgekommen sind, haben wir auch nochmal 2 Möglichkeiten mit Kuli und mit Mattes. Wenn wir da, glaube ich, das 2-0 machen, wird das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen anders. So ja, steht es lange 1-0 und ja, da kann immer irgendwie mal einer reinfallen, so, sei es nach dem Standard oder so ein abgefälschtes Ding, so wie es jetzt halt so der Fall war. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt so nur mit einem Punkt hier zu Hause stehen, aber ja, nichtsdestotrotz sind wir immer noch Tabellenführer, stehen oben und werden jetzt weiter Gas geben und dann versuchen im nächsten Spiel wieder die 3 Punkte zu gewinnen. Was war denn in der zweiten Halbzeit los? Ihr habt ja quasi das Fußballspiel ein bisschen eingestellt. Habt ihr so ein bisschen das Fußballspiel eingestellt, hat man so das Gefühl gehabt. Phoenix wurde immer stärker. Phoenix hat uns früh unter Druck gesetzt und ich glaube, wir sind so ein bisschen vom Gas runtergegangen und ja, das müssen wir uns natürlich ankreiden, dass wir da nicht weiter Vollgasfußball gespielt haben und ja, so kam Phoenix immer besser rein ins Spiel und ja, haben auch viel vorne reingedrückt und dann fällt halt so auch mal so ein abgefälschtes Ding, dass der dann nochmal reingeht und ja, ist natürlich sehr ärgerlich für uns, weil wir gerne die 3 Punkte hier behalten hätten, aber ja, wie gesagt, weiter geht's, Mund abputzen und dann versuchen wir im nächsten Spiel die 3 Punkte. Ist es jetzt gut, dass wir eine Woche Pause haben oder wie ist das für euch denn? Ja, ich hätte gerne direkt weitergespielt, ist glaube ich immer für jeden Fußballer so, dass er gerne im Rhythmus bleibt. Nichtsdestotrotz haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Eichhede, dass wir im Rhythmus bleiben und ja, wie gesagt, wenn weiter Gas geben und dann im nächsten Spiel, im nächsten Punktspiel dann hier 3 Punkte. Tommy, vielen Dank. Haris, Sie sehen die 1-1 im Stadtderby. Am Ende ein Punkt, über den man sich freut oder doch lieber 3 Punkte? Ja, wie gesagt, wenn man jetzt die letzten 2 Spiele sieht, dann freut man sich schon natürlich über einen Punkt, haben auch ein gutes Spiel gemacht. Aber wenn man Rückblick wirft, in den letzten 5 Minuten da pingeln und Kopfball seine Idee reinmacht, kriegen wir das Spiel komplett und gehen als Sieger vom Platz. Aber letztendlich ist das enorm. Ja, aus beiden Halbzeiten ekelhaft rausgekommen, viel Druck gemacht, den VfB auf den Füßen gestanden. Wollt ihr ihnen das Spiel versauen, oder? Ja, also wir haben gemerkt, dass wir in der Zeit sehr gut begonnen haben, bis zu 20, 25 Minuten. Danach haben wir ein bisschen nachgelassen und wollten wieder an die ersten 20, 25 Minuten anknüpfen. Haben es dann auch besser gemacht, kompakter. Und ja, letztendlich hat sich das auch gelohnt, haben nicht wirklich viel zugelassen. Und ja, mit dem Ausgleich natürlich noch mal ein bisschen frischen Wind gehabt und Hochmut. Und haben auch natürlich noch gekontert, aber haben leider ein bisschen Pech gehabt bei den Chancen. Ja, VfB eigentlich in der zweiten Halbzeit nur direkt 46. die 100%ige von Polino. Danach war Phoenix eigentlich durchgehend am Drücker. Ärgert man sich da nicht doch schon ein bisschen, dass man das Spiel nicht gewonnen hat? Ja, wenn man jetzt nachdenkt, so die ersten 20, 25 Minuten und dann noch die zweite Halbzeit, kommt schon einiges zusammen, wo wir natürlich da auch 3 Punkte hätten eventuell verdienen können. Aber es ist so, wie es ist. Und die letzten 2 Spiele davor haben wir nicht so gut abgeschnitten. Von daher können wir mit der Leistung zufrieden sein. Ja, nächste Woche geht es dann gegen Havelse, direkten Konkurrenten in guter Form. Was erwartet euch da und wie wollt ihr euch darauf einstellen? Ja, wir werden sehen. Also wir haben im Hinspiel 2-0 geführt, haben letzte Sekunde noch das 2-2 kassiert. Da haben wir noch was offen, denke ich. Deswegen werden wir alles geben und die vom Platz bekommen. Ja, vielen Dank und viel Erfolg dafür nächste Woche. Ja, und jetzt kommen wir zum Benefizspiel und zwar am morgigen Dienstag, den 28. Februar um 19 Uhr wird ein Team 37 Grad. Warum 37 Grad? Weil es Längen- und Breitengrad ist, wo das Erdbeben in der Türkei und Syrien leider passiert ist vor ein paar Wochen. Die Lübecker Fußballszene hat sich zusammengetan, hat 44 Spieler aufgeboten für 2 Teams, Team 37 Grad und Lübecker Allstars.
Marvin Thiel ist dabei, den sehen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Mirko Boland ist dabei und auch Haris Hiseni, um jetzt nur mal die Regionalligisten zu nennen. Ansonsten haben viele, viele Vereine Spiele abgestellt für das Spiel. Viele Mannschaften machen frei, kein Training, wollen gemeinsam ins Stadion kommen. Und ja, bis Montagmittag waren rund 1000 Karten schon im Vorverkauf weg. Man geht so von 1500 bis 2000 Fans aus. Vielleicht können die Zahl ja noch toppen. Ab 18 Uhr öffnen die Stadiontore und der Eintritt kostet 5 Euro. Wir haben uns am Rande des Stadtderbys mit Hanif Demir, er ist Mitglied im Organisationsteam des Benefizspiels, unterhalten und nach dem Spiel nochmal ganz kurz mit Marvin Thiel, der trotz dieses enttäuschenden Spiels für den VfB wenigstens noch ein paar Worte zum Benefizspiel hatte. Fand ich eine ganz starke Leistung, wirklich super. Und da gucken wir jetzt mal rein. Hanif Demir, Organisationsteam 37 Grad, Benefizspiel am nächsten Dienstag um 19 Uhr auf der Lohmühle. Hanif, die letzten 2 Wochen, wie waren die so für dich? Ja, für mich und ich glaube für das Orga-Team schon sehr intensiv. War eine tolle Idee von den Beteiligten und wir sind wirklich tagtäglich damit 2 bis 3 Stunden, glaube ich, jeder mindestens damit beschäftigt. Aktiv und dann kommt noch das Passive dazu, das machen wir schnell hier eine Nachricht, da eine Nachricht. Ist schon sehr intensiv, aber ist ja für einen guten Zweck und dementsprechend freuen wir uns auf das Event. Ist es eher ein Fußballfest oder wird es eher eine Trauerveranstaltung, weil der Anlass ist ja schlimm? Der Anlass ist definitiv schlimm und man bekommt ja immer wieder Nachbeben mit, da stürzen immer noch Häuser ein, viele, viele Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder Eltern, die ihre Kinder verloren haben, das ist schon ganz, ganz schlimm. So viele Menschen, die einfach momentan obdachlos in den Zelten leben, das ist natürlich irgendwo das Traurige. Das Schöne soll aber auch dabei sein, dass wir unterstützen mit dem, was wir haben auf dem Fußballfeld und dass wir auch Gelder sammeln, damit diese Familien hoffentlich schnell wieder ein Dach über dem Kopf haben. Und du hoffst dann auch, dass nach dem Dienstag machst du erstmal ein paar Tage Pause. Genau, also das wäre tatsächlich schön und dementsprechend hoffe ich, dass der Dienstag ein voller Erfolg wird, dass viele, 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 viele Zuschauer hier sind, dass der Lübecker Fußball das Training einstellt vielleicht an dem Tag um diese Uhrzeit und sich dann auf der Lohmühle alle finden. Und Kartenvorverkauf läuft, haben wir schon gehört, wir haben ja heute auch wieder einen Artikel irgendwie rausgebracht. Wer Karten haben möchte, der kann sich die online irgendwie bestellen. Oder gibt es auch eine Abendkasse? Genau, die Abendkasse gibt es auch, der VfB Lübeck. Also vielen Dank dafür, stellen ihr Personal ab und die werden es dann auch hier noch in der Abendkasse verkaufen und Ticketverkauf läuft. Wir sind ungefähr bei fast 800 Tickets, die jetzt schon weg sind. Damit sind wir weitaus zufrieden und dementsprechend hoffen wir noch, dass wir viele, viele Tickets noch loswerden. Alles klar, okay. Vielen Dank und viel Erfolg am Dienstag. Und dann bis Dienstag. Danke. So, Marvin Thiel, Dienstag, Benefizspiel, du bist dabei. Was war für dich ausschlaggebend, dass du sagst, okay, da mache ich mit? Na, ich glaube, dass es der gute Grund einfach ist und dadurch, dass Hanif sehr, sehr schnell auf mich zugekommen ist, nachgefragt hat, ob ich gerne dabei sein möchte, habe ich ohne zu zögern einfach zugesagt, weil ich glaube, es gibt Wichtigeres im Leben. Das hat man durch die Tragödie einfach gesehen und finde ich es ganz gut, dass wenn man zusammensteht, gemeinsam einfach hilft. Was hoffst du, wie die Fans irgendwie kommen? Bisher sind über 800 Karten verkauft ungefähr. Ich hoffe natürlich, dass es vierstellig wird, so viele wie möglich, sodass möglichst hohe Spenden zusammenkommen und helfen können. Wird es am Ende 1-6-6 oder wird es ein Spaßspiel oder wie geht ihr da rein? Ich glaube, dass der Spaß nicht so im Vordergrund steht. Also ich glaube, dass jeder auch immer gewinnen will beim Fußballspielen, aber da kann das Spiel gerne auch 6-6 oder 7-7 ausgehen. Marvin, vielen Dank. Also, morgen alle auf die Lohmühle, Dienstag 19 Uhr. Team 37 Grad gegen Lübecker Allstars. Wir sind auf jeden Fall für euch massig am Start, haben mehrere Fotografen dabei, sind mit mehreren Redakteuren dabei. Vielleicht könnt ihr uns, wir wissen es noch nicht, irgendwie über die Social Media Kanäle werden wir uns vielleicht irgendwie live aus dem Stadion melden. Also abonniert uns bei Facebook, Instagram, Twitter, Telegram oder eben auch hier bei YouTube, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid. Das war's für diese Woche von mir, von uns, von HL Sports Weekly. Ich wünsche euch eine ganz angenehme Woche. Kommt gesund und gut durch. Bleibt sauber dabei. Wir sehen uns dann hoffentlich am nächsten Montag wieder oder vielleicht morgen. Bis dann, ciao.